Piece by Piece mit Silke Liniewski. Der zweite Teil, Piece by Piece mit Mira Mühlenhof, unserer Enneagramm- und Key-to-C-Methoden-Expertin. Wir fragen Sie jetzt ein paar persönliche Fragen. Oha. Genau, Mira, wir hatten es schon mit den Stolpersteinchen. Mhm. Was sind so für dich richtig große Stolpersteine, bei denen du hängen bleibst? Der größte Stolperstein für mich ist, dass ich manchmal immer noch keinen Zugang dazu habe, was ich wirklich fühle. Das ist das, was mich auch immer wieder so auf die Nase fallen lässt. Ich weiß es manchmal einfach nicht. Das ist für andere Menschen scheinbar völlig selbstverständlich. Und wenn ich darüber spreche, dann gucken die mich völlig irritiert an und sagen, wie, du weißt nicht, was du fühlst? Nee, weiß ich manchmal nicht. Ich bin der festen Überzeugung, mir geht's super. Mein Körper sagt mir dann vielleicht gerade ganz was anderes. Ja. Ich bin dafür sensibler geworden. Ich achte sehr, wenn ich merke, mir zwickt es irgendwo, dann stimmt was nicht. Dann weiß ich aber immer noch nicht, was nicht stimmt. Ja. Aber ich kann immerhin meinen Körper sehr als Gradmesser nehmen, immer mehr annehmen und da sogar eine höhere Sensibilität für meinen Körper entwickeln als für meine Gefühle. Und das ist oft fatal, weil ich dementsprechend nicht präsent bin beziehungsweise nicht in dem Moment reagieren kann. Ich merke erst im Nachhinein, wie sauer ich bin. Inzwischen habe ich zum Glück gelernt, es dann zum Ausdruck zu bringen. Ja? Aber ich wünsche mir immer wieder, mal einmal so ungefiltert irgendwas raushauen zu können, sozusagen. Ich muss ja nicht gleich dem anderen einen ins Maul hauen, aber es einfach mal zum Ausdruck zu bringen. Aber in dem Moment, in dem es passiert, ist es wie im Enneagramm heißt das, ne, das taube Dreieck. Es ist taub, ich spüre es nicht. Es ist nicht da. Ne? Nachher im Auto so. Was hat denn der eigentlich gesagt? Ne? Ratter, ratter, ratter. So, und ja, ich glaube, dass das auch dazu führt, dass die Menschen immer das Gefühl haben, sie kennen mich gar nicht wirklich. Klar, wie sollen andere mich kennen, wenn ich mich selber gar nicht kenne? In dem Moment, wenn ich in dem Moment gar kein Gefühl dafür habe, was ich eigentlich will oder wie ich eigentlich reagieren will. Ja. Ja, das ist so die größte Baustelle, an der ich jeden Tag arbeite. Hm? Hast du da Baustellenfahrzeuge und Hilfsarbeiter Möglichkeiten, wie du es angehst? Ja, ich habe mir sehr viel Hilfe auch geholt. Ich war, wenn man so will, immer auf der Suche, wusste aber gar nicht, dass ich auf der Suche bin. Das ist ganz interessant. Ich wurde immer gefragt, ne, gerade wenn man so von der spirituellen Suche spricht, ne? Habe ich gesagt, nö, hatte ich nicht. Moment, naja, warte mal. Ratter, 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 so. Und dann kam irgendwann, naja, ich habe einen Guru, also das und das und das. Also, na, vielleicht doch, vielleicht habe ich doch was gesucht. Ja. Aber hast du denn was gefunden tatsächlich, also was du für dich gut umsetzen kannst? Ja. Also ich habe mehrere Sachen sogar gefunden, die, glaube ich, alle in der Summe, also in der Konsequenz dann ihre Wirkung entfaltet haben. Also was mir wirklich geholfen hat, ist Stille. Ja. Ich war mehrmals in Indien zu einem Schweigeretreat, jeweils 3 Wochen. Das erste Mal habe ich gedacht, nach einer Woche drehe durch und kann mich gleich in die nächste Klapse einweisen. Das ist etwas, was mir total gut tut und was mich innerlich total ruhig macht. In Kombination mit dem Körper noch besser, weil ich meine, nur Sitzen und Schweigen ist auf Dauer für den Körper anstrengender als für den Geist, ja, weil du merkst dann irgendwann, ne, nicht nur, dass die Beine einschlafen, sondern es fängt halt alles irgendwann an zu zwicken. Und Bewegung ist mir inzwischen viel wichtiger als noch vor 10 Jahren. Also ich brauche den Sport inzwischen auch, weil ich merke, dass der Körper das auch abbauen muss. Ja, es ist nicht, wenn man Stress hat. Und ich habe inzwischen wirklich herausgefunden, dass es reicht, einfach nur schon eine Viertelstunde stramm um den Block zu laufen, um die Dinge einfach so auch da auf der Ebene rauslassen zu können. Ich bin sehr offen für bin offen wie ein Schwamm sowieso. Ich interessiere mich für
tausend Sachen, immer wenn es irgendwo was, noch eine neue Methode gibt, eine neue. Ja, jetzt in Berlin zum Beispiel habe ich vor einem Jahr einen Kurs gemacht in White Light. Es ist auch eine Technik letztlich zur Erkenntnis des Selbst. Und letztlich, glaube ich, ne, alle Wege führen nach Rom, aber es geht immer um die gleiche Sache, genauso wie in den Religionen auch. Es geht darum, das Selbst zu entdecken, das wahre Selbst zu entdecken und diese künstliche Hülle loszulassen. Und das ist mir das erste Mal geschehen, sozusagen vor 9 Jahren. Und seitdem versuche ich durch verschiedene Methoden diese Erfahrung mehr zu festigen. Also das Selbst sich immer mehr zu zeigen, also zeigen zu lassen, immer mehr in dieser Stille zu sein, in dieser inneren Stille zu sein. Ist das Frieden für dich? Genau, das ist innerer Frieden. Und das ist, wenn wir jetzt gerade bei Peace by Peace sind, ja, also mir geht es natürlich auch um den äußeren Frieden, aber erstmal geht es mir um den inneren Frieden und ich habe selber die Erfahrung gemacht, dieser schöne Spruch, man kann nur Frieden in die Welt bringen, wenn man selber friedlich ist. Ich habe aber dieses Wort immer völlig falsch verstanden, glaube ich. Für mich falsch verstanden. Für mich war Frieden, ja, ist nicht unbedingt der Weltfrieden, aber ja, es war schon etwas im Außen und so weiter. Und ich wusste auch gar nicht, was innerer Frieden ist, bis ich es dann erfahren habe. Und jetzt weiß ich, was innerer Frieden ist. Also innerer Frieden ist für mich die Abwesenheit von Gedanken. Und wenn die Gedanken nicht mehr da sind, dann ist kein innerer Stress mehr da. Und dann ist da Frieden, dann ist da nichts mehr. Insofern mit ich denke, also bin ich, nee. Kann ja nicht sein, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich auch noch da bin, wenn ich nicht denke. Und das ist etwas, was ich mir vorher natürlich nicht vorstellen konnte, weil der Verstand kann sich nicht vorstellen, wie es ist, nicht mehr da zu sein und nicht mehr aktiv zu sein. Und wir kennen das alle aus so Mini-Momenten, ne? So ein paar Sekunden. Wenn man so einen ganz schönen Moment hat, den man festhalten will, also ein Sonnenuntergang. Oder, also wenn so alles perfekt ist, dann ist diese Stille da. Aber für mich war es eine absolut spektakuläre Erfahrung, dass das mal eben dann nicht ein paar Sekunden, sondern 2 Wochen angehalten hat. Und das ist, das war für mich die, ja, die größte Erfahrung meines Lebens ist es bis heute auch noch. Da geht nichts drüber. Also diese Erfahrung, dass da auf einmal im Kopf diese Dampfwalze anhält, ja, die ganze Zeit plappert, man muss jetzt dies und das und das und das und das und dann ist Stille. Also als würde diese Dampfwalze anhalten. Und da ist nichts mehr im Kopf. Und du machst immer so, aber kommt nichts. Das ist unglaublich. Und das ist für mich innerer Frieden. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Exakt, genau. Ja, und das, was in dir ist, kann nach draußen. Ne? Dieser schöne Spruch vom Dalai Lama, du kannst nur das bewirken, was du in dir selbst bewirkt hast. Wenn du selber friedlich bist in dir, mit dir, dann kannst du den Frieden auch draußen zeigen, sichtbar machen. Peace by Peace. Peace by Peace, genau. Ja, ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Peace by Peace Interview. Und damit du noch ein bisschen was sichtbar gemacht kriegst als Hüftgold, gibt es ein paar selbstgemachte Chai-Kekse. Als Dankeschön ein paar Sonnen-Peace by Peace-Kekse. Chai-Kekse? Ja. Zum Tee, zum Kaffee zu genießen. Auf jeden Fall darfst du sie genießen und dann können sie vielleicht auch ein bisschen sichtbar werden. Nein, Quatsch. Doch, die gerne. Danke. Bitte. Danke. Vielen, vielen Dank für das schöne Peace by Peace Interview mit Mira Mühlenhof. Das war der 2. Teil. Und ja, ich danke fürs Zuschauen und fürs Teilen.